So Leute, hier sind wir wieder. Ich habe wie versprochen alles in Sanctuary Hills abgelegt. Hab ein paar von unseren Leuten auch gleich noch ein paar Metallrüstungsteile geben können. Leider, jetzt bin ich wieder hier zurück und es ist schon wieder Tag. Mit etwas Glück stehen alle draußen. Nein, natürlich nicht. Diese Plünderer stehen unter unserem Schutz. Echt jetzt? Echt jetzt, du Hobby-Einzeller mit deiner leicht dümmlichen Kopfbedeckung? Ich will dann aber mal kurz warten, mal gucken, ob die auch noch im Dunkeln hier stehen. Wenn nein, dann könnten wir hier ja auch einfach warten. Wie ging warten nochmal? Mussten wir uns da irgendwo hinsetzen oder was, um warten zu können? Och, Gernot. Gernot ist so blöd, sich hinzusetzen neuerdings. Oder ist das ein Modding-Problem oder was geht jetzt ab? Na, hier geht's doch. Okay. Hier können wir jetzt warten. Okay, dann warten wir mal 10 Stunden. Mal gucken, was dann passiert. Wenn die natürlich nicht weggehen, dann muss ich mir den Chip womöglich mit Gewalt holen. Ich denke, mit Überreden funktioniert dann nichts. So, wie sieht's denn jetzt aus? Steht der immer noch da drin rum, oder? Ja, tolle Scheiße. Dann warten wir mal noch, ja, noch 3 Stunden. Wieso nicht? Wenn er dann immer noch da steht, tja, dann haben wir Pech gehabt. Dann geht's einfach nicht auf eine gute Art und Weise. Finde ich ein bisschen fies, dass man so gezwungen wird. Naja. Versteckt. Wenn ich mich lange genug... natürlich merken die das. Okay, es geht wohl nicht anders. Ja, vor allem, wenn die Plünderer schützen, also ehrlich, nee, komm. Was war denn das für ein Schuss, der erste? Also Gernot hat heute nicht seinen Tag, an dem er gut schießen kann. Wie nennt man es? Den Gut-Schießtag vielleicht, wer weiß. Hier, großes Bajonett, dann kriegt ihr es halt. Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Ihr habt angefangen. Ich wollte nur den Chip. Mehr nicht. Naja, okay, aber danke für das Zeug. Ich hoffe, jemand von euch hat was zu essen mit dabei, weil ein bisschen was könnte ich gebrauchen. Immerhin, der Kampf, der war jetzt nicht größer gefährlich. Was essen wir denn? Was essen wir denn? Ja, Eichhörnchenbissen ist immer ein guter Anfang. Ja, wir könnten mal eine Mutantenhundekeule essen, weil wir hatten auch ein bisschen Strahlung eingefangen. Tja, okay, das beseitigt nicht so viel, wie ich gehofft hatte, aber naja, besser als nichts. Ach, wer will schon dieses Bild in seinem Zimmer stehen haben? Okay, was hat die dabei? Egal. Ah, die hat bestimmt so einen Muff da. Also, nee, die haben bestimmt alle so einen Muff da, aber... Okay, wir haben den Lenkchip also wieder besorgt. Das sagen wir jetzt gleich mal dem Captain. Captain! Wow, nice! Mann, sieht das einfach nur nice aus, wenn da jetzt die Leuchte an ist und so. Boah, also ich finde das genial. Ja, ich finde es Penis. Das war lustig. Oselpi macht dumme Sprüche. Herrlich. So, lasst uns bitte mal das Beiboot runter. Wir bringen euch den Chip zurück. Aber nicht auf den Kopf. Dankeschön. Okay. Ja, immer noch leer. Natürlich. Wem sollten wir das bringen? Mr. Navigator oder dem anderen? Naja, das Ziel zeigt da rein. Aber haben wir eigentlich überhaupt die richtige Quest ausgewählt hier? Aufgaben. Nein, 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 nein. Installier den Lenkchip. Ach so, den müssen wir selbst installieren, oder was? Hier in das Gerät. Das sieht aus wie so ein alter Anrufbeantworter. Oder so ein Auto-Wail-System, wie es ja der Homer Simpson dann mal hatte und die Leute damit genervt hat. Okay, sprich mit dem Navigator. Das ist der hier, ne? Mr. Navigator? Ahoi, Soldat. Ahoi. Chip zurückgehalten. Gell? Belohnung erteilt. Was? Diagnose zeigt bestehenden Fehler. Dachte ich mir. Lenkradarsender nicht funktionstüchtig. Der ist ja auch zu blöd, um aus dem Bus zu winkeln. Winken. Sender? Was stimmt mit dem Sender nicht? Diagnose ergebnislos. Kein funktionstüchtiger Mr. Handy für genaue Analyse verfügbar. Das heißt? Fange Poseidon-Radarsender an angegebenen Koordinaten. Was? Weitere Belohnung wird nach Abschluss erteilt, Sir. Ersetzt den Poseidon-Radarsender. Also entweder reparieren oder ersetzen. Navigator? Aktuelle Geschwindigkeit. Ja, wissen wir. Ja, wie war denn eigentlich unser Wert in reparieren? Konnten wir da schon was reparieren? Da hatten wir auf jeden Fall keinen Skill dafür, so wie das aussieht. Tja, mal gucken. Praktisch alle Komponenten wurden repariert oder ausgetauscht. Lediglich der Poseidon-Radarsender ist noch beschädigt. Es handelt sich um ein seltenes Stück, das nur in Poseidon-Anlagen verwendet wird. Ein extremfähiger Ingenieur könnte den Sender möglicherweise auch reparieren.
sind wir wohl nicht, deswegen nichts tun. Also wir müssen wohl in eine Poseidon-Anlage. Wissen wir, wo... Da hinten ist eine. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen uns auf den Weg dorthin und versuchen unser Glück. Und die letzte Reise der USS Constitution. Ja, ich bin echt mal gespannt. Am Ende fliegen sie einfach nur in die Luft. Hast du was zu sagen? Ironsides. Was Neues? Wenn die Plünderer weiterhin Torheit und Zerstörung verlangen, dann werde ich ihren Wunsch widerwillig erfüllen. Okay, also er sagt nichts Neues. Gut, dann mit unserem Gig einfach mal wieder runter. Ja, Gig nennt man auch so ein kleines Beibötchen. Tja, dann müssen wir... Nordwesten, ne? Also in ungefähr die Richtung, in die ich gerade gucke. Ja, dann schauen wir mal, ob wir in die Anlage reinkommen und auch gut wieder rauskommen. Wir haben wieder einen Kalender gefunden, was auch immer das ist. Ich glaube, das war so eine Art Nudelsieb oder sowas. Das sieht mir hier nach Minen aus. Oder vielleicht haben wir die auch irgendwann schon mal entfernt. Na, Vets sagt Supermutant. Naja, wenn er nicht zu schwer bewaffnet ist, dann kriegen wir den doch, würde ich sagen, ne? Wir haben ja jetzt ein Quasi-Scharfschützengewehr. Besser als die Pistole immerhin. Was trägt er denn? Das würde ich gern sehen. Ich sehe nicht, was die tragen. Weil am Ende haben sie Miniguns dabei, ne? Und dann war's das. Nee, der hat nur eine Latte. Ach komm, die packen wir doch. Auch wenn sie gerüstet sind. Ich müsste ein bisschen öfter in den Kopf treffen. Oh, scheiße. Okay, vielleicht habe ich sie doch etwas unterschätzt. Und unser Level überschätzt. Schon wieder. Ja, hört mir auf mit den Cocktails. Ich bin nicht durstig. Wer läuft denn da? Oh, ein Siedler. Dann... hallo, Mister. Hat die gleiche Hautfarbe wie Dünnpfiff. Komm, den schießen wir doch einfach so aus der Nähe weg, oder? Ich muss was essen. Sonst endet das hier ungut. Ja, essen wir die Nudelschale. Also ich hoffe, wir essen nur die Nudeln dahin und nicht die Schale mit. Ach nö, warum hast du noch nicht nachgeladen? Gernot, das... So, das darfst du doch nicht. Okay, das ist schon mal einer weniger. Die sind auf Abstand gegangen. Das könnte mir in die Hände spielen. Ja, ich fange an zu brennen, weil ich einfach nur ein bisschen in der Nähe von einem Feuer war. Das. Ah, scheiß die Wand an. Ja, und die Siedlerin guckt da einfach zu, oder ist das eine Gefangene von denen? Oder was geht da gerade ab? Ich trinke eine Nuka-Cola, auch wenn es 5 Reds gibt. Oh, ist das scheiße, dass die so viele Molotow-Cocktails scheinbar haben. Weil damit schmeißen sie rum, als gäbe es keinen Morgen, ne? Ah, der Rückstoß, ja, das ist das Problem. Oh, ich kann ja auch nirgendwo gut in Deckung gehen. Ich verzieh mich mal unter die Brücke. Kommt schon, ich hoffe, die kommen näher. Ich hoffe, die sind dämlich genug. Weil hier so tue ich mir gerade keinen Gefallen. Damit haue ich mich gut weg. Ja, da esse ich sogar mal einen gerösteten Rettiersch. Ja, und unserem Arm geht's nicht gut, aber darum kümmere ich mich gleich. Ja, nur mit dem Köpfchen rausgucken. Ach, da drüben stehen die. Ey Leute, kommt zurück, ich bin mit euch noch nicht fertig. Da wollen die einfach weitergehen, ne? Scheiße, ich brauche eine gescheite Scharfschützenwaffe. Ja, und die alte bleibt bei denen dabei. Also entweder ist die eine Gefangene oder aus irgendeinem Grund hören die auf die, hä? Die sollte bloß mal aufpassen, weil sie steht da ziemlich ungünstig in den Gewächsen rum. So. Wir retten sie, Holdemaid, oder, naja. Vielen Dank, sagt sie. Also das war wirklich eine Gefangene, hä? Kriegen wir dafür jetzt nichts als Belohnung? Gar nichts? Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, ja. Alles tut weh. Ja, willst du nicht nach Sanctuary oder so? Wenn du in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Naja, okay, Undank ist der Welt ein Lohn. Was will man machen? Wir haben's für die gute Sache getan. We fight the good fight. Wie 3Dog damals gesagt hätte, in Fallout 3 war das noch. Ja, ja, jetzt haben wir hier so eine hässliche grüne Glatzbirne. Blubblub. Was hat denn da dabei? Ist das seine persönliche Taschenmuschi? Ja, ein paar aneinander geklebte Gehirne. Ich will's gar nicht wissen, So, wir wollen zur Poseidon-Fabrik. Ja, vielleicht treffen wir da unterwegs noch ein paar Supermutanten. Das könnte sein. Ist es das da drüben schon? Könnte das hinkommen? Vielleicht. Wir werden es sehen.
Erstmal stochere ich hier weiter durch die Botanik. Alles ruhig im Moment. Oh, ich hätte gerne noch ein bisschen gelevelt mit ein paar einfachen Gegnern. Ein bisschen einfacher als Supermutanten gerne. Ja, vielleicht ist hier noch was im Anhänger. Ich würde mich ja doch über ein bisschen mehr Muni freuen. Nee, rein gar nichts. Fish Sprite, Frisch, Irish Sprite, irischer Stolz. Bah, da geht einer auf die Brahmins los. Naja, ich hätte bitte auch gern hier das Fleisch zum Kochen. Also ein Brahmin-Steak, wir wissen ja, ist wirklich nicht zu verachten von dem, was es heilt. Aber wer schießt auf die? Wer geht auf die Brahmin los? Ach, noch mehr Supermutanten, okay. Ja, ja, klopft dir ruhig auf den majestätischen grünen Busen. Oh, 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 das Auto könnte in die Luft gehen. Ja, ich hab's gesehen, aber du bist eigentlich auch... Ach du Scheiße, wie viele sind denn das? Ach du Scheiße, ich glaube, wir sollten uns verziehen, aber wohin? Ach ne, hier, die Autos, die fangen ja eh wieder an zu brennen. Ja, vielleicht hier hinter die Kiste, da haben wir vielleicht eine gute Position. Irish Pride Werft, also das ist doch nicht Poseidon. Okay. Ich weiß, ich sollte nicht ganz so schnell schießen, dann trifft man besser. Okay, jetzt hau ich mir mal ein Stimpack rein, hier wegen des Armes. Ja, los, mach Gernot. Und lad außerdem mal nach. Boah, scheiße, die kommen mir jetzt gefährlich nahe, die Jungs. Na, vielleicht wechsle ich doch gleich lieber auf die Doppelläufige. Und esse schon mal vorbeugend wieder was. Aber viel haben wir da nicht mehr. Also es geht jetzt langsam aus, das Zeug. Ich meine, wer hätte gedacht, dass wir so schnell wieder mit so vielen Supermutanten ringen müssen? Na komm, aber da ist doch schon fast auf und davon. Grüß mir das Jenseits. Neu. Oh Mann, das war doch bis eben so gut. Das war bis eben so gut. Ach du Kacke. Ich hoffe, ich habe zwischendurch gespeichert. Wenn nicht, bin ich schuld. Okay, ich habe hier gespeichert. Waren da die Supermutanten hier schon tot? Nein, oh nein. Ozzlpi öfter speichern. Naja, vielleicht kriege ich es diesmal ein bisschen besser hin. Wer weiß, wer weiß. Was ein Scheiß. So, peng! Ja, vielleicht benutze ich auch einfach mal wieder Critical. Das könnte mir bei dem einen oder anderen Mutanten sicherlich was helfen. Ja, Doggelpi, oh, oh, schlägt der volle Kanne auf meinen Hund. Das gibt's doch nicht. Dafür gibt's immer Strafe bei mir. Du wirst bestraft, zeig dich. Herr trägt obenrum nichts auf der Platte. Ich kack dir ins Frühstück. Oh, okay, Doggelpi ist erstmal K.O. Ja, ich hab hier ja diesmal noch ein bisschen mehr zu essen, weil ich's hier noch nicht gegessen hab. Ja, ist meine gebackene Bläbfliege. Bläbfliege, daher kommt der Name. So, wo stehen sie jetzt? Der eine steht da hinten. Ach, da stehen sie beide. Dass sie so viele Molotow-Cocktails haben, das ist ja nicht zu glauben. Und nicht zu fassen, jetzt müssen wir die Alte halt hier nochmal retten. Aber machen wir doch gern für die gute Sache. Mann, haben die Molotow-Cocktails eine Reichweite, das ist irgendwie unnatürlich. So, schon wieder. Ah, springen wir ins Wasser. Ja, drei Red, aber dafür brennen wir nicht mehr. Ah, Doggelpi, du könntest dich auch mal wieder aufraffen. Och nein, also wenn die jetzt verreckt, dann ist aber der schuld. Ne, die brennen seltsamerweise nicht so, wie es aussieht. Okay, soll mir recht sein. Alles mitnehmen, wie vorhin. So. Ja, dann geh doch einfach mal die Fingernägel waschen. Die Musik kommt mir auch wieder so extrem laut vor im Vergleich zu allem anderen. Wie sieht das denn aus? Ja, mach mal die Musik noch ein bisschen leichter. Leiser! Oh, ich habe hier heute wieder freudsche Versprecher, das glaubt mir keiner. So, die Mutterbeeren nehmen wir auch mal mit. Die können wir, glaube ich, ja auch bei uns anpflanzen. So, und das große Rudelmutanten, das kommt hier jetzt gar nicht. Oder muss ich da einfach noch weiter in die Richtung? Ich meine, okay, ich fände es auch gar nicht mal so ganz schlecht, wenn die nicht auftauchen würden. Ich bin mir sicher, ich würde sie packen, wenn dann halt nicht eine Granate geflogen kommt, ne?
Doggelpi hat eben auch geknurrt. Ne, aber hier ist im Moment nichts zu sehen. Ja, das da war die Irish Pride Werft. Und dann waren die Mutanten eigentlich irgendwo da drüben, oder nicht? Ich bin doch über den Weg da drüben gegangen, wenn ich nicht ganz falsch liege. Genau, wir waren nämlich hier am Anhänger gucken. Okay, sieht mir im Moment ruhig genug aus. Ja, das ist der Irish Pride Werft. Da sollen wir noch gar nicht rein. Also, wir könnten, aber wir müssen nicht. Ah, da sind die Brahmin, dann sind die Supermutanten nicht weit. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt riskieren soll, gegen die zu kämpfen. Es waren halt doch 5 Stück, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Und die hatten richtige Granaten, keine Molotow-Cocktails oder sowas. Ja, da oben, da kommt schon einer. Ich schieße mal drauf. Schleichangriff für 2-fachen Schaden. Aber jetzt wissen sie ja, wo ich hocke. Ja, genau, und dann geht das hier los. Oh, das zählt aber teilweise wirklich noch als Schleichangriff. Warum denn das? Na, vielleicht haben sie nicht so viele Granaten und verpulvern sie jetzt, während sie mich hier verfolgen. Da muss ich nur aufpassen, dass halt keine direkt neben mir landet und ich immer schnell genug wegrenne. Und ich natürlich etwas zu essen zu mir nehme. Ja, machen wir noch eine gebackene Playfliege. Lass Doggelpi in Ruhe. Gut, da liegt gleich. Ich hoffe, die kommen nicht so nah ran, weil dann habe ich jetzt hier voll die gute Position. Ja, der ist mir eigentlich fast schon zu nah dran. Und der hier auch. Wenn jetzt eine Granate kommt, dann habe ich natürlich geschissen. Ihr scheiß Toilettenpapierverweigerer! Und in Deckung zum Nachladen. Ach, könnte hier nicht der Steg noch ein bisschen größer sein? Ich glaube fast. Ah, was war denn das für ein Wurf? So, ich glaube, die haben mir auch was entgegengeworfen. Was haben wir denn? Hatten wir nicht noch Eichhörnchenbröckchen oder sowas? Nein. Dann die Nudelschale. Tja, und ansonsten... Ich muss mir was Neues kochen. Nehmen wir noch ein aufbereitetes Wasser. So, wie schaut's denn hier hinten aus? Was machst du denn da? Will er mich flankieren, der Sack? Da schieße ich ihm aber doch vorher in die große, grüne, dämliche Birne. Och nö. Ey, komm. Alter, das kannst du mit mir nicht machen. Ja, eigentlich wollte ich ihn abstechen, aber Molotow-Cocktail ist auch in Ordnung. Ja, da verbrennt er schön. Hab ich sie echt alle? Cool. Dann müsste ich jetzt nur noch die Brahmin kriegen, ne? Was? Da hatte einen menschlichen Kiefer dabei, der Supermutant. Und andere... Die haben andere Knochenteile noch dabei. Ich meine, wer Schee macht, vielleicht kann man es ja für irgendwas benutzen. Ja, und wo sind die Brahmin? Haben sie die wenigstens erwischt? Liegen die hier irgendwo rum? Ich würde gern die Steaks mitnehmen. So ein paar schöne Bauchscheiben, da bin ich immer für zu haben. Sieht so aus, als hätte ich Pech. Ich sehe keine Brahmin. Wahrscheinlich auch da oben nicht. Ich gehe mal kurz auf die Anhöhe, guck mich um. Ach, guck mal an. Doch, tatsächlich, da ist es. Wir sind gar nicht hier, wir sind gar nicht hier. 2-facher Schaden und jetzt Stich! 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 Fall doch endlich um! Mensch! Ach, jetzt opfere ich dafür sogar ein bisschen Munition. Aber wir wissen ja, das ist wert. Was? Die Brahmin, die haben einen Supermutanten gekillt? Oder wie darf ich das verstehen? Okay, warum nicht? Warum nicht? So, aber wir wollen immer noch zu den Poseidon-Werken. Die in dieser Richtung liegen sollen. Ja, ich weiß, ich habe keine Ausdauer mehr. Habe ich da noch einen Brahmin gehört gerade eben? Tatsächlich, da ist das zweite. Wir sind versteckt, also doppelten Schaden. Was, keinen doppelten Schaden gekriegt? Dogmeat, fang es! Hol es dir! Mach's kaputt! Wehe, du kommst nicht mit einem abgebissenen Bein zurück! Ja, renn bitte nicht zu weit weg, wer weiß, was da noch für Viecher kommen. So. Das will einfach nicht K.O. gehen. Moment, ich hab doch hier, genau, das hier. Damit können wir doch auch angreifen, wenn es uns jetzt nicht davon rennt. Oh, das gibt's doch nicht.
Das Brahmin ist uns über. Uns windschnittigem Gernot Grieskram nebst Hund. Naja, so eine atomare Turbokuh, die macht vielleicht schon mal Mach 5. Ach, Blödsinn. Och nee, jetzt kommt hier auch noch eine Fliege. Ja komm, dann zerteilen wir den halt mit dem Messerchen. Ach, da hinten wäre noch ein Brahmin. Mann, das ist ja echt die Brahmin-Oase. Also ich würde mich hier gern mit ein bisschen Fleisch eindecken. Aber ist das Poseidon-Werk? Dann hätte es uns ja gerade in die richtige Richtung geführt, aber... Ich will dich essen! Rein in meinen Wanst! Das gibt's doch nicht. So. Aha. Poseidon Energy Turbine 18F. Okay, dann finden wir hier vielleicht auch das, was wir suchen. Mehrzweck Protektron scheint auf unserer Seite zu sein. Da steht eine Powerrüstung, ne? Ja, die würde ich auch gern zurückbringen. Nach Sanctuary. Oh. Leuchtende Red-Kakerlake. Sehr gut, sehr gut. Bam. Okay. Das Bajonett leistet uns auch gute Dienste. Auch wenn wir natürlich unser Hackebeil noch hätten. Aber dann müssten wir ja die Waffe wechseln. Was? Ach komm. Lass den Scheiß. Auch wenn du eine schwarze Blähfliege bist, gibt dir das nicht das Recht, auf meinen Hund zu pupen. Gell, Hund? Findest du doch auch. Ach, da ist noch so eine Pupefliege. Oh, legendär. Aber die wird bestimmt einen Scheiß dabei haben. Oh, uns geht's gar nicht mal so gut. Da trinken wir noch ein aufbereitetes Wasser, aber langsam... Langsam gehen uns die Möglichkeiten aus, uns durch Nahrungsmittel zu heilen. Ja, komm, dann nehmen wir halt mal ein Stimpack. Damit gehe ich eh viel zu sparsam um. Mann, warum bleibt denn das Viech so an meinem Arsch kleben? Also, das gibt's doch nicht. Das... Oh, nein! Nein, die legendäre Blähfliege hat uns gekillt. Ich glaub's ja nicht. Oh, Menschenskinder. Naja, gut. Kriegt nochmal das Brahmin hier von allen Seiten und so. Sparen wir uns gleich die Zeit und erschießen es einfach. Versuchen uns ein bisschen Ausdauer beizubehalten. Essen gleich noch was, damit wir nicht von den Scheißfliegen da unten gekillt werden. Ja, es sind wirklich Scheißfliegen. Wenn wir weiterhin so viel essen, dann kugeln wir irgendwann mal als Fettmutant durch das Ödland. Ja, noch eine Nuka-Cola. So, dann sind wir fast wieder voll. Wer schießt da jetzt schon wieder? Naja, ist mir egal. Ich glaube, ich habe jetzt auch vergessen, den einen Mutanten da oben auszuräumen. Dann drehe ich doch nochmal um, weil ich so schlau bin. Und wer schießt da schon wieder auf wen? Und ich sollte nicht so viel rennen, wenn ich hier dann noch Brahmin jagen will. Sonst geht mir die Ausdauer für die Nahkampfangriffe aus. Das gibt's doch nicht. Hey, da ist eine Siedlung oder sowas, ne? Oh, aber da leben Supermutanten. Na, tolle Sache. Und das Brahmin rennt direkt dahin, damit die uns schön dann sehen werden, hä? Das will ich aber nicht unbedingt. Und was sollte dieser Lag? Ich mag Lag nicht. Also ich mag generell keine Ruckler. So. Ja, ich brauche irgendwie auch noch einen Perk, der uns ein bisschen mehr Ausdauer gibt. Genau, hier lag noch der Supermutant rum. Tja. Okay, und dann jetzt nochmal zur Poseidon-Turbine 18F. Ja, wenn da aber eigentlich nur so ein paar Blähfliegen rumfliegen würden, ich muss sagen, dann scheint das durchaus machbar zu sein, dass wir da ohne Probleme durchkommen. Wem gehört dieser Protektron da hinten? Ach, guck mal, wer da steht. Die alte Erna. Hey, Erna. Doggelpi, hilf! Sonst gibt's heute Abend keine Steaks, aber wir wollen sie doch. Wir müssen sie haben. Und auf den Arsch und... und in die Flanke. Dankeschön. Hey, warte da. Nein, komm mit, komm mit. Komm schon. Warum hatten die eine leere Milchflasche dabei? Also die Brahmin, die Kuh. Ja, ich geb's ja zu. Heute hat Ozzelpi ein bisschen gefailort, wie man so im Leadspeak sagt. Immerhin haben wir den Kontrollchip holen können, installieren können quasi, aber da muss halt noch was ersetzt werden. Und dann sind wir halt in die Supermutanten und in die Brahmins gerannt und dann hat Ozzelpi vergessen zu speichern, weil er so klug ist mit K-L-U-H-K, ja, mit dem H extra dazwischen. Am Ende sind immerhin ein paar Brahmin-Steaks für uns rausgesprungen und wir wissen jetzt genau, wo die Anlage von Poseidon ist.
Also werden wir das nächste Mal reingehen und alles holen, was wir brauchen. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Mir hat ja auch das Spielen Spaß gemacht. Ihr dürft gerne den Like-Button missbrauchen. Er ruft zum Missbrauch auf. Ossipi, halt die Klappe. Ich habe nichts gesagt. Macht's gut. Bis bald.